Das letzte Duell Belgien-Norwegen mit Erledigungscharakter. Alexander Steen Olsen, der neue Stern am norwegischen Skihimmel, gegen Dries van den Broeke, der 2017 bei der WM ein, was soll ich sagen, kleines Skimärchen geschrieben hat. Hat nämlich dort im Duell gegen Österreich Marcel Hirscher im Achtelfinal bezwungen. War noch ein anderes Final, ein anderes Format, Entschuldigung, aber diese Geschichte wird van den Broeke seine Karriere lang begleiten. Ein bisschen natürlich auch dieser Sturz hier über die Ziellinie. Keine weitere so schöne Anekdote in der Karriere von van den Broeke. Norwegen bei guten Zeit, weil sonst wird das nichts. 21:88 muss Angenot hinlegen. Das ist schwer zu erreichen. Der Franzose auf dem blauen Kurs. Ah, super Duell. Angenot gegen Steen Olsen. Zwei junge, vielversprechende Athleten. Steen Olsen sieht jetzt ein bisschen davon und fährt den Halbfinaleinzug für Norwegen nach Hause. Steen Olsen bezwingen und schneller fahren als 21:75. Schwierige, sehr schwierige Aufgabe für Brennsteiner. Und zwar beides, schon nur Steen Olsen zu bezwingen und dann auch noch diese Superzeit hinzulegen. Steen Olsen abgebrüht, dieser junge Mann. Ja, der fährt das nach Hause. Steen Olsen fährt es nach Hause. Weltmeister Norwegen bezwingt Olympiasieger Österreich. Start bei beiden geglückt. Also parallel stimmt hier in jeder Beziehung. Die sind ja total gleich auf. Steen Olsen am Ende auf den letzten zwei, drei Richtungsänderungen hat er die Sache um ein Minimum zu seinen Gunsten gedreht. Und wie oft waren in diesem Wettkampf die Hundertstel schon auf den Seiten der USA? Nicht diesmal. Yes.